Und jetzt mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz. Wie oft hast du als Vertriebler schon deinen Bestandskunden angerufen, gefragt, wie ist momentan der Zufriedenheitsgrad oder wie zufrieden seid ihr derzeit? Und der antwortet zu dir, ich bin begeistert. Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Thomas Klein, Spezialist in der Neukundenakquise in der ID-Branche. Und heute mal zum Thema Bestandskundenpflege. Denn viele vergessen einfach auch nicht nur Neukunden zu generieren, sondern einfach ihre alten oder ehemaligen Kunden, die vielleicht schon gar keine Kunden mehr sind oder mal waren, beziehungsweise bestehende Kunden, die aber so dahin dümpeln und irgendwie so eine Art Karteileichen darstellen, immer wieder neu aufzuwärmen und aufs Neue zu akquirieren. Denn die Generierung eines Neukunden, der uns überhaupt noch nicht kennt, ja, ist bis zu, ja, Statistiken sagen 10 bis 20 Mal mit mehr Aufwand verbunden, als wie jemanden, der schon mal Kunde war, beziehungsweise der sozusagen Bestandskunde ist. Und hier machen viele unerfahrene Vertriebler da draußen den Fehler, dass sie zum Beispiel einen Bestandskunden oder einen ehemaligen Kunden anrufen, antelefonieren und fragen, wie die aktuelle Bedarfssituation ist und der Grad der Zufriedenheit. Und viele würden dann vielleicht antworten, ja, wir sind zufrieden. Also Zufriedenheit, ja. Der Grad der Zufriedenheit deines Bestandskunden, ja. Was viele nicht verstehen oder viele nicht wissen, dass ganz ähnlich wie auch im privaten Leben, dass das Wort Zufriedenheit eigentlich bedeutet, der Status quo ist d'accordo, also es ist okay, ja, es ist nichts irgendwie Schlimmes und ich halte an dem Status quo, an der Qualität fest, die ich derzeit beziehe, ja, aber im Unterbewusstsein sehe ich mich gleichzeitig nach anderen Lösungen um. Das heißt, wenn ich mit etwas zufrieden bin, dann bedeutet das nicht, dass ich mich nicht gleichzeitig immer nach anderen Lösungen umschaue. Ja, das kann zum Beispiel sein, eine Firma, die ein Systemhaus, eine Agentur zum Beispiel beauftragt, ein gewisses Projekt umzusetzen und dieses Unternehmen ist mit dieser Agentur, mit diesem Systemhaus, mit der Dienstleistung dieser Häuser zufrieden. Wenn man sie fragt, wie seid ihr zufrieden oder wie zufrieden seid ihr? Ja, wir sind zufrieden. Bedeutet aber letztendlich nichts anderes, als dass dieses Unternehmen sagt, okay, wir sind zufrieden, aber gleichzeitig hindert uns ja nichts daran, unsere Fühler permanent über den Tellerrand hinaus zu fühlen, ja, und immer ein offenes Ohr dafür zu haben, ob es nicht vielleicht noch ein besseres System, also eine bessere Dienstleistung, eine bessere Agentur gibt da draußen. Also die Antwort eines Bestandskunden mit Zufriedenheit wird oftmals überschätzt, weil wir Menschen einfach damit verbinden, ja, wenn jemand zufrieden ist, dann ist doch alles in Ordnung. In der Business-to-Business-Welt da draußen, aber auch genauso im Business-to-Customer-Bereich, ist es häufig so, dass Zufriedenheit nichts anderes ist, als wie, naja, es ist weder besonders gut, als auch besonders schlecht. Und in diesem Status finden sehr häufige Wechsel statt. Die nächste Stufe wäre von Zufriedenheit wäre Begeisterung. Ja?
Und jetzt mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz. Wie oft hast du als Vertriebler schon deinen Bestandskunden angerufen, gefragt, wie ist momentan der Zufriedenheitsgrad oder wie zufrieden seid ihr derzeit? Und der antwortet zu dir, ich bin begeistert. Ich bin begeistert, ja? In den allerseltensten Fällen. Aber da wollen wir hinkommen, ja? Da wollen wir hinkommen, das ist die zweite Stufe. Und dann gibt es noch eine höhere Stufe und die dritte Stufe. Und das ist die, dass du deinen Kunden als Verbündeten gewinnst. Das heißt, dein Kunde, ohne dass du ihn danach fragst, ja, empfiehlt dich weiter, weil du so gut bist, weil du ihn permanent damit überrascht, die Erwartungen zu übertreffen. Ja, das heißt, hier hast du die Erwartungen erfüllt deines Kunden. Ja, hier hast du die Erwartungen deines Kunden schon leicht übertroffen. Ja, und wenn du auf einen längeren Zeitraum hinweg die Erwartungshaltung deines Kunden übertriffst, dann gewinnst du, dann verwandelst du deinen Kunden in einen Verbündeten. Ja? Und durch diese Verbindung gewinnst du automatisch wieder neue Kunden. Ja? So viel, so weit, so gut zu diesem Thema der Bestandskundenpflege. Ja? Vielleicht konnte das ein bisschen weiterhelfen, ein bisschen Gedankenanstoß geben in die eine oder andere Richtung. Würde mich sehr freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Daumen hoch und bis zum nächsten Mal. Dein Thomas Klein. Ciao.